Was uns ganz besonders freut heute ist, dass der Bürgermeister der Stadtgemeinde Hermagor, der Siegfried Ronacher, herzlich willkommen als einer der ersten Besucher hier heute auf der Hausmesse und dem Oktoberfest in Jenik. Herzlich willkommen noch einmal. Sigi, was ist für dich oder was sind deine Erwartungen auch heute? Was schaust du dir an? Wo bleibst du willkommen? Als erstes darf ich einmal recht herzlich alle begrüßen, einen schönen guten Morgen wünschen und als nächstes, es ist ja eine traditionelle Veranstaltung und da kommen wir einfach gerne, weil unsere einheimischen Unternehmer da wirklich was auf die Füße stellen, was bemerkenswert ist, was, wo man nur gratulieren kann und wo man natürlich auch den einen oder anderen Euro, wenn man was kaufen will, da lassen kann. Also es freut mich und ich möchte euch nochmal Danke sagen für die Initiative, für das, dass wir Wirtschaft leben und dass sich die Wirtschaft bei uns auch dementsprechend sehr gut präsentiert und lade natürlich alle recht herzlich ein, jetzt nach Jenik zu kommen, um sich selber davon zu überzeugen, was für tolle Produkte das da sind und freue mich schon auf eine Plauderei mit den einen oder anderen. Vielen herzlichen Dank für deine Grußworte. Danke. Warum ich so interessiert bin, wir machen ja eine ganz detaillierte Kaufanalyse. Wir haben so einen Bank und da kommt jetzt uns das erste Mal. Und was passiert noch in den nächsten 6 Monaten, damit der kauft oder damit man zu einer Kaufentscheidung kommt? Und das ist ja da viele hast natürlich eingetragen. Herzlich willkommen am Oktoberfest hier in Jenik. Ich bin gerade jetzt bei der Bio AG Esno. Und Stefan, ein paar Kommentare auch von deiner Seite, was die Besucher erwarten dürfen, neben einer super Kulinarik, einen super urigen Stand hier und natürlich auch bester Bewirtschaftung. Ich möchte heute alle recht herzlich zum Jeniger Oktoberfest begrüßen. Wir von der Bio AG Esno, die Familie Almeyer und die Familie Schabus bieten euch unser ausgemachtes, angerührtes Produkt. Wir haben nicht nur Naturjoghurt, sondern auch mit verschiedenen Sorten. Ich kann sagen, Tal auf, Tal ab, wahrscheinlich in Österreich, weil ich kenne kein besseres Joghurt, also ich bin relativ viel unterwegs. Das Joghurt von der Bio AG Esno, aber natürlich auch heute kulinarische Umrahmung hier und ab Hofverkauf. Stefan, was bietet ihr heute eure Gäste, die hier vorbeikommen zum Oktoberfest zu euch? Tolle Auszeichnungen gemacht. Unser Joghurt ist in Gold und in Bronze ausgezeichnet worden. Wir haben eine Mutfreude. Wir arbeiten auch zwei Familien toll zusammen und ich hoffe, ihr kommt und merkt unser Produkt. Wir haben natürlich Kuchen in allen Joghurtsorten, die unsere Frauen hergerichtet haben und wir hoffen auch, es schmeckt euch. Dass man mit Lithium-Ionen-Akkus fahren und in Verbindung mit einem Hochvoltsystem haben wir sicher momentan den stärksten und vor allem den ausdauerndsten Klima- oder Netzpunkt. Ich möchte Ogris von der Gemeinde Finkenstein begrüßen. Recht herzlich willkommen hier auf unserem Messegelände. Und ja, ihr habt ja von uns auch 3 Traktoren mittlerweile. Und was ist denn da der Unterschied zwischen Kommunalgeräte und eure Produkte? Ja, vorab einen herzlichen Dank für die Einladung zu eurer Messe und eurer Ausstellung, die zu Teilen schon ein bisschen anschauen durfte. Wir haben uns vor einigen Jahren, wie es angestanden ist, Großgeräte auszutauschen, ganz bewusst für die Kommunalschiene von Steyr entschieden, weil das wirtschaftliche Verhältnis im Vergleich zu Anschaffungen anderer Produkte einfach sehr interessant für uns war. Mittlerweile steht die 4. Maschine zum Kauf ins Haus und wir sind auch mit unserem Vertriebspartner der Firma Zankl absolut zufrieden. Ja, vielen Dank für deine netten Worte und noch viel Spaß hier am Messegelände. Danke. Kennst du aus, freut mich auf euch. Wird euch sehen, Drogen. Vielen Dank, lieber Gerfried. Also alles zum Thema Holzschlägerung, Holztransporte, Motorsägen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auch zu Gerfried. Für Speis und Trank ist auch bestens gesorgt.
vom Profi, vom Multi auch einen Case hier Probe fahren. Und unsere Mitarbeiter sind hier gerne bereit, euch zu beraten, auch Probe zu fahren. Und wir werden jetzt einmal zum Stefan Assinger gehen und am Labor mehrere Details zu kriegen auf diesen Multi, wo wir gerade oben sitzen. Stefan, grüß dich. Was ist so bei diesem Multi das Besondere? Ja, dafür wollen wir recht herzlich begrüßen auf der Hausmesse bei der Firma Zanklo. Wir haben da den neuen Multi da mit dem Multicontroller, also kein Gonghebel mehr. Wollen wir praktisch mit einer Hand alles bedienen, die Schaltung. In der Garage gibt es ein spezielles Abendprogramm auch hier zum Oktoberfest. Ja, ist bei uns, jetzt haben wir einen guten Sohn zu essen. Wir haben Hirschragu mit Knödel, wir haben auch Wiener Schnitzel, wir haben auch Kassuchen und Probierschlag haben wir mal ein Jahr. Da heraus uns natürlich gutes Ohren zu trinken, haben wir ein kaltes Bier, eine Saft, eine Limo und sowas. Ja, weil ich uns auf Nacht wird sicher da ein Gaudes sein. Da haben wir ja raus, die Bühne schön beleuchtet alles. Wird sicher ein Gaudes sein. Also kommst gleich vorbei. Heute Morgen und mit was ihr euren Gästen verwöhnt? Ja, von meiner Seite einmal recht herzliches Grüß Gott. Ja, traumhaftes Wetter haben wir heute da. Kann auch nicht besser sein. Und ja, wir verwöhnen euch heute mit Wiener Schnitzel, haben wir so Wiener Schnitzel, Käsesuppe und da Bratwurst und was haben wir noch? Hirschragu. Frisch zubereitet. Käsenudel habe ich auch noch gehört, da ist noch gesagt worden. Ja, vielen Dank, Martin. Einen wunderschönen Nachmittag hier vom Oktoberfest und der Hausmesse. Ich darf bei mir Gunnar Hauser begrüßen. Herzlich willkommen hier auf der Hausmesse und dem Oktoberfest. Freut uns sehr, dass du heute gekommen bist, auch in einer neuen Rolle. Gratuliere als Business Director im Steierwerk quasi für Steier und CNH. 2 Wochen quasi jetzt die neue Rolle und davor auch im Area Sales Management quasi. Und eine Frage von uns und auch, glaube ich, die Besucher hier interessiert. Du bist ja sehr viel unterwegs bei Händlern, auf Veranstaltungen. Was ist so der erste Eindruck von dir und auch das Besondere, was du siehst an unserer Hausmesse und dem Oktoberfest? Ja, also mein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin wirklich froh, dass ich heute einmal da sein darf. Das ist das erste Mal für mich, dass ich bei euch am Standort bin. Ich glaube, das war ja vor 2 Wochen schon mal. Der Herrgott schaut ein bisschen lower auf euch, ihr habt das wunderbar organisiert, wirklich ein großes Kompliment an euer ganzes Team. Also ich bin wirklich hervorragend. Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Mit Steyr auch natürlich, Steyr, Zankl, wir leben eine starke Partnerschaft. Was ist auch jetzt in deiner neuen Rolle so die, ja, sag ich mal, größten Zukunftsprojekte und in welche Richtung auch Steyr sich hin entwickelt? Wir haben ja im Konzern einen kleinen Umbruch vor uns. Unser neuer Chef, der Herr Mühlhäuser, hat das in den letzten Wochen in den Medien vorgestellt. Steyr ist die neue Marke und es wird auch weiterhin in Steyr investieren. Also unsere Kunden können sich schon auf die Zukunft freuen. Es geht richtig gut weiter für Steyr. Sehr gut, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir gehen dann noch eine kleine Runde. Dankeschön, viel Spaß noch und bis bald. Dankeschön. Schön hier zu sein, auch hier. Beste Verpflegung, beste Kulinarik und Sigrid auch von deiner Seite. Was dürfen sich die Besucher und Besucherinnen die nächsten Tage bzw. heute und morgen erwarten bei dir? Es gibt eine hausgemachte Gulaschsuppe, die Weißwurst vom Friers, süßen Senf dazu, gute Brezen, Kardinalschnitten, Obstomelette, Kaffee wie immer, sehr gut. Also mich hat das schon massiv überzeugt, was es hier gibt. Ich hoffe auch die Besucher. Bis bald! Steht heute, wo die Kunden und die Besucher auf jeden Fall zu beschauen sollen. Was ist so der Eindruck vom Oktoberfest? Ja, also es ist gewaltig, was die Firma Zankl auf die Füße gestellt hat. Das ganze Rahmenprogramm, alles drumherum, ist schon gut ab. Ja. Was die Firma Pöltinger betrifft, haben wir natürlich von klein bis groß alles ausgestellt. Angefangen vom Mähwerk, Zetter, Schwoder. Alpin-Programm bis zur Großmaschinentechnik haben wir alles vertreten. Unter anderem auch die Humpe im Fressen und Rodeweg. Vielen Dank. Woher bist du? Ich bin daheim im Murdal, Bezirk Knittelfeld, Steiermark.
Also danke auch für deine Anreise von Knittelfeld aus der Steiermark hier ins wunderschöne Kärnten. Vielen Dank, viel Spaß noch. Die Maschine perfekt, also rundum ein wirklich perfekter Tag. Ein Verkäufer durch und durch. Und Bernhard, was ist denn so das Hauptinteresse der Besucherinnen und Besucher? Gibt es irgendeinen Trend? Naja, es gibt klar den Trend, also Forstwirtschaft ist einmal oben auf, natürlich auch, und natürlich die neue Innovation, der Schäfer E-Loader, also da wird brav getestet und brav gefahren, und natürlich unsere Neuheit bei Steyr, das ist der Expert CVT, der wird auch ganz brav getestet, und ich glaube, das haut ganz gut hin und die Kunden sind zufrieden. Bernhard, vielen Dank, Forst E-Lader, Expert CVT. Das sind die Highlights hier, die unsere Besucherinnen und Besucher natürlich sehr nachfragen. Oder Bernhard, noch was? Was man natürlich nicht vergessen darf, es ist auch sehr stark im Kommen, dass die neue Mähwerktechnologie von Böttinger, also das haben wir sehr stark vertreten. Und wie gesagt, der nächste Sommer kommt bestimmt. Oder ist immer noch hier. Bernhard, vielen, vielen Dank. Ja, lieber Horst, servus, wir haben den Verkaufsleiter der Zahnschuh, den Horst hier. Horst, wie war so der erste Tag für dich oder der Tag bis jetzt für dich? Also die Stimmung heute ist ja gleich wie das Wetter einfach ausgezeichnet. Also man sieht, man muss in die Leitung einen herzlichen Dank aussprechen. Die Stimmung ist perfekt. Es ist ein Wahnsinn, was da momentan heute abgeht. Gell? Also die Musik ist super, die bringt eine Stimmung ein. Die Leute am Platz, die Bewegung. Was ist das Highlight dieser Messe heute? Ja, das Highlight der Messe ist sicher unangefochten, der Steyr-Expert CVT, der macht da am meisten Wirbel heute bei uns da auf der Messe. Das ist eine Neuheit in der PS-Klasse von Steyr aus und der ist durchgehend unterwegs mit unseren Top-Mechanikern, die tun die Leute auf das Gerät einschulen und die können dann selber eine Proberunde fahren und sich einfach von der Technik und von dem Komfort überzeugen. Horst, vielen Dank für die motivierenden Worte, danke für den Einsatz und bis später. Dankeschön.